Das macht mich jetzt schon nervös. Wer zum Teufel schleicht er alleine nachts rum? Ihr habt das gehört, oder? Oh mein Hallöchen, liebe Freunde, mein Name ist Seth und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von Scare Seth, aka eine Art Versuch keine Angst zu haben Challenge, einem etwas anderen Horrorformat hier auf meinem Channel, für das ich euch letztens gebeten habe, mir eure gruseligsten Fundstücke aus dem Teil des World Wide Webs einzusenden, vor dem euch eure Eltern immer gewarnt haben. Und auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank an euch da draußen, an die ganzen Einsendungen, Props an Team Seth. Kurz vorab, dieses Video ist lediglich zur Unterhaltung gedacht und da ich ein solches Format noch nie gemacht habe, vergesst bitte nicht, mir eine Bewertung und Feedback dazulassen, was ihr nice fandet und was ich beim nächsten Mal eventuell noch anders machen könnte. Wenn ihr auch ins nächste Video wollt, dann sendet mir gerne auf Twitter, Facebook, per E-Mail, in den Kommentaren oder wo auch immer gruselige Bilder, GIFs, Geschichten, am liebsten natürlich Videos unter dem Hashtag ScareSeth ein und dann bekommt ihr die Chance, mir richtig Angst zu machen. Fangen wir mit was Leichtem an. Eine Runde Horror-GIFs. Boah. Stellt euch vor, ihr müsst nachts auf Toilette und seht das im dunklen Flur. What the fu... Oh mein I! Nope. Nope. Ich hab gesagt, was Leichtes. Geh einfach auf. Ist genug Horror, oder? Hallo, meine Oh mein Gott, I, was ist das? Willkommen zu meinem neuen Video mit, wie ich gerade spontan erfahren habe. Dieser Moment, wenn du realisierst, dass du die Challenge verloren hast. Mehr paranormale Aktivitäten gefällig. Da hinten passiert was? Der Stuhl hat sich bewegt, oder? Alter, ich würde den Raum sofort verlassen. Boah, ich habe legit Gänsehaut gerade. Okay. I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Paige! What? Paige! Paige! Oh, Scheiße. Oh shit. Okay, das erste war gruselig, ja? Das zweite war gut gemacht, aber der Dude dann so. Oh shit. Oh Scheiße. Das gibt eine Narbe. Nope! Okay, das nächste habe ich schon von einer ganzen Weile selber gefunden. Und zwar ist es die erste Aufnahme, die überhaupt jemals von der menschlichen Stimme gemacht wurde. Von 1860 mit einem sogenannten Phonautographen. Das wurde wiederhergestellt. Okay, wir ziehen es uns jetzt mal rein. Let's go. Oh, okay, ich glaube, das reicht. Real Demons caught on tape. Ich kann gar nichts erkennen. Wo sind wir? Okay, in irgendeinem Raum. Real. Alles klar. Boah, es ist trotzdem mega ekelhaft. Boah. Was ist das?
Oh, es ist mega unangenehm, ey. I. Oh mein Gott, I. Oh, 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 Alter, ich hab mega Gänsehaut. Was macht ihr denn immer mit seiner Cam? Setzt er sich da drauf zwischendurch oder was? Was ist das? Warrior Cat meint, ich soll mal diese Seite besuchen, die ein ziemlich gruseliges Geheimnis in sich tragen soll. Okay, dann machen wir das mal. The game is already over. Bitte verlassen Sie diese Seite, klicken Sie nichts an und kommen Sie niemals zurück. Okay, da ist irgendwer im Hintergrund. Macht mich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Okay, okay, ich kann hier was anklicken. Warum hast du nicht gehört? Was erwartest du, was passieren wird? Okay. Du beginnst es spannend zu machen, Dude. Ist dir das so wichtig? Dir wird nicht gefallen, was passieren wird. Oh, scheiße, ey. Okay, okay, danach werde ich mir ganz schnell ein Antivirenprogramm installieren. Das könnt ihr aber wissen. Du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich glaube auch gerade. Okay, okay, was ist das für eine kranke Scheiße? Herzlichen Glückwunsch. Du bist dem Spiel beigetreten. The Game is on. Die folgenden Tage werden für dich eine Qual. Aus den verschiedensten Disziplinen und Schmerzen werden. Aber du hast dich entschieden, dieses Spiel zu spielen. Allerdings als kleine Erinnerung für dich. Hier findet gerade dein Vorgänger. Ich hab den gar nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Du bist dem Spiel beigetreten. Ich bin dem Spiel beigetreten. The game is on. The game is on. Die folgenden Tage werden für dich eine Qual. Aus den verschiedensten Disziplinen und Schmerzen werden. Irgendwas mit Schmerzen. Du hast dich entschieden, dieses Spiel zu spielen. Mich entschieden, dieses Spiel zu spielen. Das ist jetzt kleine Erinnerung für dich. Hier findet gerade dein Vorgänger. Okay, was ist das für ein krankes Zeug? Kann man hier irgendwo... Geht's jetzt hier noch weiter, oder... Oder war's das? Kann man hier irgendwo noch klicken? Okay, Leute, ich habe jetzt hier eine Weile rumgesucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man weiterkommt. Das ist Page 5 von dieser Seite. Ich habe mal versucht, manuell Page 6 zu öffnen. Die gibt's aber anscheinend nicht. Auch Page 7, 8 oder so sind einfach nicht vorhanden. Ich vermute, diese Seite endet an dieser Stelle. Vielleicht sollte man hier in absehbarer Zeit nochmal draufgehen, um zu gucken, ob sich irgendetwas verändert hat. Aber momentan lässt uns das Ding hier so ein bisschen alleine. Ich find's irgendwie mega unheimlich. Ich weiß nicht, ob sich hier irgendjemand einen gruseligen Scherz erlaubt oder das Einzige, was man machen kann, ist diesen Sound runterladen. Aber ey, ohne Scheiß, das werde ich jetzt nicht tun. Ich habe die Nachricht nicht komplett verstanden, weil sie so krass verzerrt war. Falls irgendwer von euch was darüber weiß, schreibt's mir bitte unten in die Kommentare und ja, erhält mal ein bisschen hier dieses Geheimnis. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was noch draus wird. Kommen wir zu einem kurzen Video, was wirklich super viele von euch eingesendet haben. Hier allerdings mit der Warnung, dass dies nichts für Zartbeseitete ist oder Leute mit zu großer Fantasie. Oh Gott. Oh. Alter, quälen die den? Okay, das ist irgendeine übelst kranke Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich das gucken will. Was ist der da? Oh mein Gott. Okay, genug Internet für heute. Okay, Leute, das sieht aus wie irgend so ein Deep Web-Scheiß und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die mir das eingeschickt haben, wissen, worum es sich hierbei handelt. Ich weiß es nicht, ich hatte das vorher noch nicht gesehen, einfach weil ich, glaube ich, schon per se auf sowas nie draufklicken würde. Schreibt es mir bitte unten rein, was es damit auf sich hat.
obwohl ich eigentlich nicht weiß, ob ich das wirklich wissen möchte. Oh Gott, irgendwie... Oh nee. Okay. Da ist nicht mal was Schlimmes passiert. Aber ich weiß nicht, ob das noch irgendeine Backstory hat, die mega verstörend ist. Ich habe da so eine leise Ahnung. Okay, Leute, ich glaube, das sollte erstmal für süße Träume in nächster Zeit ausreichen, oder? Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an eure ganzen Einsendungen. Ohne euch wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Seht diese Folge vielleicht erstmal als kleinen Test an, in der ich mich ein bisschen ausprobieren wollte. Ich werde es für die nächsten Videos wahrscheinlich so machen, dass ich mir eine Thematik überlege, ganz einfach, damit es euch und mir auch leichter fällt, das Format entsprechend umzusetzen. Aus diesem Grund wäre es auch super awesome von euch, wenn ihr nicht vergesst, mir Feedback dazulassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Für alles, was ihr mir sagen wollt, alles, was ihr mir als sozusagen Bewertung mitgeben wollt, schreibt es am besten unten rein, damit ich einfach sehe, hey, das habe ich cool gemacht oder hey, das könntest du vielleicht irgendwie beim nächsten Mal ein bisschen anders machen, damit wir einfach gemeinsam daran arbeiten, ein richtig cooles Format aufzuziehen. Ich hoffe auf jeden Fall, ScareSef hat euch unterhalten und damit freue ich mich auf nächstes Mal, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche eine gute Nacht.